Hey, ich bin's wieder, Ralf Bohlmann mit dem Better Day Podcast. Wie bringt man den eigenen Omega-3-Status in Ordnung? Darüber wollen wir heute mal reden. Ich hatte schon darüber gesprochen, warum die Fettsäure Omega-3 so eine große Bedeutung für unsere Gesundheit hat. Omega-3-Fettsäuren sind an einer Vielzahl von biologischen Prozessen beteiligt, ebenso wie Omega-6-Fettsäuren. Wir brauchen beide, und zwar in einem möglichst ausgewogenen Verhältnis. Wenn das Verhältnis zwischen den beiden nicht stimmt, dann haben wir ein erhöhtes Risiko für so Dinge wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Diabetes, Arteriosklerose, Demenz und auch Krebs. Fällt dir was auf? Das sind die wesentlichen chronischen Erkrankungen, unter denen wir heute in unserer modernen westlichen Welt so leiden. Dr. Strunz sagt immer so plakativ, hinter jeder Krankheit steckt immer eine Entzündung, ein entzündlicher Prozess. Und wenn das stimmt, und ich glaube, das tut es, dann wird klar, warum das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 so entscheidend ist. Die oben genannten chronischen Erkrankungen entstehen dann, wenn über einen langen Zeitraum viele stille, zunächst unbemerkte entzündliche Prozesse ablaufen. In den Blutgefäßen, im Gehirn, im Gewebe, irgendwo. Und das passiert, wenn wir zu viele Omega-6-Fettsäuren zu uns nehmen und zu wenig Omega-3-Fettsäuren. Wie du herausfindest, wie das Verhältnis zwischen beiden bei dir aussieht, das haben wir zuletzt besprochen. Durch Messung. Du solltest ein Omega-6 zu Omega-3-Verhältnis von 4:1 oder kleiner haben. Oder einen HS-Omega-3-Index von 8-12%. Hast du das nicht, dann gibt es für dich was zu tun. Und hier ist natürlich deine Ernährung der Schlüssel. Entscheidend ist, was in dich hineinwandert. Du kannst deine Ernährung so umstellen, dass sie weniger Omega-6-Fettsäuren und mehr gesunde Omega-3-Fettsäuren enthält. Und das solltest du auch unbedingt tun. Zusätzlich kannst du Omega-3 als Nahrungsergänzung zu dir nehmen. Ich tue beides, denn die perfekte Ernährung gelingt auch mir nicht. Denn schon wenn ich auswärts esse, habe ich es nicht mehr in der Hand, welche Fette enthalten sind. Im Gegenteil, ich kann fast sicher sein, dass in Restaurantküchen eher die preiswerten Omega-6-Fette verwendet werden. Und ja, ich gehe hin und wieder auswärts essen, das ist nun mal so. Aber daheim kann ich ja was tun. Also vermeide ich Lebensmittel, die eher ungünstig sind. Ich konzentriere mich auf geeignete Lebensmittel und zusätzlich nehme ich Omega-3 als Nahrungsergänzung ein. Das zahlt sich bei mir aus. Bei meiner letzten Messung lag mein HS-Omega-3-Index bei 13% und das ist laut Professor Janosch Winkler richtig klasse. Also, welche Lebensmittel vermeide ich? Ich vermeide in allererster Linie verarbeitete Lebensmittel. Alles Haltbare aus dem Supermarkt. Alles, was irgendwie Fett enthält. Chips und Cracker natürlich, aber auch Backwaren, das Croissant, Cerealien. Ich vermeide auch Fleisch aus dem Supermarkt. Das Fleisch dort stammt von Tieren, die nicht artgerecht gehalten und nicht artgerecht gefüttert werden. Und das Fett enthält viele Omega-6-Fettsäuren. Ich vermeide auch bestimmte Öle, Sojaöl, Sonnenblumenöl. Und ich vermeide ja ohnehin Weizen, Roggen, Soja, Mais und Reis. Ja, diese Getreide und damit auch alle Produkte aus diesen Getreiden enthalten viele Omega-6-Fettsäuren. Also vermeide ich die, wo ich kann. Das tue ich ja ohnehin, um die Kohlenhydrate zu vermeiden. Ich mache es mir bei der ganzen Sache aber nicht so kompliziert. Ich vermeide verarbeitete Lebensmittel. Punkt. Nicht total, aber so gut ich kann halt. Auf welche Lebensmittel konzentriere ich mich? Naja, ich esse regelmäßig Fisch. Lachs, Thunfisch. Thunfisch auch mal aus der Dose, aber nie in Öl, immer in Wasser. Denn das Öl in der Thunfischdose ist genau das falsche Öl. Fisch aus der Dose immer in Wasser kaufen und dann kommt Olivenöl drauf, damit es schmeckt. Wir verwenden neben Olivenöl auch Butter und zwar ausschließlich Butter aus Weidemilch. Hier ist der Anteil an Omega-3-Fettsäuren besonders hoch. Bis heute wird auch noch Leinöl als sehr gute Quelle für Omega-3-Fettsäuren genannt. Und das stimmt auch grundsätzlich. Da drin enthalten ist die Alpha-Linolensäure, so heißt das, ALA-Fettsäure. Ist auch eine Omega-3-Fettsäure. Die wird aber kaum in die für uns entscheidenden Fettsäuren DHA und EPA umgewandelt. Und das gilt übrigens auch für viele andere pflanzliche Öle und Fette. Sorry. Das ist bei vielen von uns leider noch nicht angekommen. Selbst Dr. Strunz ist da zurückgerudert und hat sich da vor einigen Jahren korrigiert. Du siehst, es ist gar nicht so einfach. Und darum ist die Messung so wichtig. Du denkst, du machst alles richtig und dann? Ich versuche es so einfach wie möglich zu halten. Ich vermeide verarbeitete Lebensmittel.
Ich esse Fisch regelmäßig, Kaltwasserfisch, zum Beispiel Lachs, natürlich aus nachhaltigem Fischfang. Tierische Lebensmittel kommen immer aus artgerechter Haltung und aus artgerechter Fütterung. Weidetiere, grasgefüttert. Und Milchprodukte auch nur von diesen Tieren. Und dann ergänze ich mit einem Nahrungsergänzungsmittel. Ich persönlich nehme Fischölkapseln aus nachhaltiger Fischerei. Ich nehme ca. 2 bis 3 Gramm, also 2 bis 3000 Milligramm DHA und oder EPA pro Tag. Das sind die beiden eigentlich wichtigen Omega-3-Fettsäuren für uns. Du musst bei Nahrungsergänzungsmitteln immer darauf achten, wie viel DHA und EPA enthalten ist. Das ist entscheidend. 1000 Milligramm Fischöl heißt nicht 1000 Milligramm EPA-DHA, sondern in der Regel nur 600 oder 750 Milligramm DHA-EPA. Das Produkt, das ich verwende, verlinke ich in der Podcast-Beschreibung. Für Veganer eignen sich Omega-3-Präparate aus Algenöl. Da verlinke ich auch ein sehr gutes Produkt. Wie viel du davon brauchst, das hängt von deiner Messung ab. Pauschal lässt sich das nicht beantworten, ohne zu wissen, wo du stehst. Also, erster Schritt, messen. Ein Selbsttest für daheim bietet sich an. Link findest du in der Podcast-Beschreibung. Zweiter Schritt, Ernährung verbessern. Verarbeitete Lebensmittel vermeiden. Regelmäßig Fisch und tierische Lebensmittel nur aus artgerechter Haltung und Fütterung. Schritt 3, Omega-3 als Nahrungsergänzung, falls nötig, zusätzlich nehmen. Und dann folgt der vierte Schritt, nachkontrollieren. Nach 2 bis 3 Monaten nachmessen und dann wieder anpassen. Es könnte übrigens sein, dass so Dinge wie schmerzende Gelenke, trockene Haut, ständige Entzündungen, hoher Blutdruck, allergische Reaktionen von ganz allein verschwinden, falls du sowas hast oder jemanden kennst, der sowas schon mal hatte. Das Thema ist wirklich wichtig. So wichtig wie Vitamin D oder deine Eiweißversorgung. Also ran an das Thema. Wir hören uns. Bis dahin, dein Ralf Bohlmann.